Was geht ab, Leute? Weil es sich viele in meinem Stream gewünscht haben, mal zu erzählen, wie wir den Multiplayer-Mod von Cities Skylines installiert haben, zeige ich euch das jetzt einfach mal in einem kleinen Video. Da braucht ihr nicht viel für. Braucht, um es zu spielen, Hamachi und den Mod. Den Mod könnt ihr euch runterladen in dem Link, den ich euch in die Videobeschreibung packe. Dann kommt ihr auf diese Seite hier und dann müsst ihr einmal hier auf das Symbol drücken. Dann ladet ihr die Dateien runter, die ihr dafür braucht. Sieht dann so aus. Diese Dateien nehmt ihr alle. Geht in ein Verzeichnis, was ich euch auch in die Beschreibung tue. Dieses Verzeichnis ist das. Bei euch dann leer. Und da müsst ihr einen Ordner erstellen. Diesen Namen hier. DSM nennt ihr den. Und da packt ihr alle Dateien aus diesem Verzeichnis, was ihr runtergeladen habt, einfach rein. Und der Mod ist schon installiert. Anschließend müsst ihr dann nur noch ein Hamachi-Netzwerk mit euren Freunden machen. Also die, die alle mitspielen wollen. Und dann müsst ihr die IP-Adresse von dem Host kopieren. Und geht in das Spiel rein und das zeige ich euch jetzt nochmal, wie das dann in-game aussieht und wie ihr das machen könnt. So sieht das dann in-game aus. Wenn ihr den Mod installiert habt, dann geht ihr nur hier auf Inhaltsverwaltung. Und seht ihr hier bei Mods alle Mods, die ihr installiert habt. So, und das einzige Wichtige, was ihr jetzt nur aktiviert haben müsst, ist das hier. City Skylines Multiplayer. Und da macht ihr einfach nur an und dann ist der Mod aktiviert. So, um jetzt mit euren Kollegen zu spielen, musst du einfach ein Spiel laden oder ein neues Spiel machen. Ihr könnt irgendein Spiel nehmen. Jetzt nehme ich einfach mal zum Beispiel einfach dieses Spiel hier, einfach nur, um es zu demonstrieren. Das lädt jetzt kurz. So, wenn das dann fertig geladen hat, dann seht ihr hier oben Multiplayer. So, und das zeigt eigentlich schon, dass alles da ist, was ihr braucht. Dann drückt ihr nur auf Multiplayer und derjenige, der das Spiel hostet, drückt dann einfach auf Host Game. Wichtig ist, diese IPs, die hier angezeigt werden, sind irrelevant. Ihr müsst bei Hamachi auf den Host, also derjenige, der das Spiel hostet, Rechtsklick machen und die IP4-Adresse kopieren. Und mit dieser IP könnt ihr connecten. Es gibt auch noch ein paar Tricks, falls man irgendwie Probleme im Spiel hat. Die kann man dann fixen, indem man hier einfach im Chat reingeht. Und bei /help kriegt man eine ziemlich gute Hilfe mit Commands, die man anwenden kann. Und davon ist dieses /sync relativ wichtig. Wenn ihr das eingibt, ich kann das jetzt zwar nicht, weil ich der Host bin, dann wird das ganze Spiel nochmal neu runtergeladen, also der ganze Spielstand. Und dann kann man halt, sag ich mal, das Spiel neu sinken, falls es irgendein Problem mit irgendwas gab. Ja, und das war's auch eigentlich schon. Ja, falls ihr das Spiel das allererste Mal hostet, kann es sein, dass die Firewall euch nach der Erlaubnis fragt. So, da müsst ihr einfach ganz normal die Erlaubnis erteilen. Und falls ihr gerade auf das Spiel gedrückt habt, dass ihr es hosten wollt, müsst ihr das Spiel einmal neu starten, wenn die Meldung der Firewall kam. Aus irgendwelchen Gründen muss man das neu starten, weil es kann sein, dass es dann nicht geht. Und wie gesagt, einfach Spiel neu starten, immer auf die Meldung im Chat achten, weil die sagen sehr viel darüber aus, ob das Spiel reibungslos läuft oder nicht. Und wenn man das alles einhält, dann sollte City Skylines Multiplayer wunderbar funktionieren. Das ist jetzt ehrlich gesagt das erste Tutorial, was ich jemals gemacht habe. Also falls ihr Anregungen, Kritik oder irgendwelche Wünsche fürs nächste Mal habt, könnt ihr mir das gerne schreiben. Ich bin auf jeden Fall für Kritik offen. Es ist mir noch ein bisschen schwer gefallen, das Ganze so zu machen, aber ich versuche natürlich stetig zu lernen. Also falls euch das gefallen hat, könnt ihr auf jeden Fall Daumen nach oben da lassen, abonnieren, ihr wisst Bescheid. Oder einfach mal in meinem Livestream vorbeischauen, wo ich jeden Tag so gegen 19 Uhr sein werde. Und ja, wenn euch das geholfen hat, dann freue ich mich auf jeden Fall. Falls ihr irgendwelche Fragen noch habt, einfach in die Kommentare schreiben. Ich helfe so gut wie jedem eigentlich bei jeder Frage. Wir kriegen das alles irgendwie hin, falls es bei euch nicht klappt. Und ansonsten wünsche ich euch einen sehr schönen Tag. Haut ihr rein.